Hallo liebe Fotofreunde, hier ist Michael Schnabel. Ich bin professioneller Fotograf mit Sitz in Graz. Und Anlass dieses Videos ist, gestern ist die neueste Version von Alien Skin Exposure auf den Markt gekommen, in der Version X4. Alien Skin Exposure ist wie auch Lightroom ein RAW-Entwickler, aber auch ein Programm, mit dem man sehr, sehr tolle Bildlooks erstellen kann. Damit hat auch eigentlich alles angefangen. Der vollständige Standalone RAW-Entwickler kam später hinzu. Nun, die Frage für mich ist jetzt, wie geht Alien Skin mit verschiedenen RAWs um? Es gibt hier einige Probleme bei der Entwicklung von RAWs mit Lightroom. Speziell Fuji-User klagen immer wieder darüber, dass die Bilder aufgenommen mit den X-Trans-Sensoren Wurmeffekte zeigen. In Flächen, auf Haut, unter bestimmten Umständen. Ich habe das zuerst nicht so ernst genommen, weil ich relativ gewohnt bin, mit Fuji RAWs zu arbeiten. Habe mir dann aber die Zeit genommen, einmal näher hinzusehen, ob diese Effekte tatsächlich auftreten. Und leider ja. Ich habe hier verschiedene Bilder vorbereitet, die wir nun direkt vergleichen werden. Alle Bilder sind unbearbeitete RAWs, die wir uns gemeinsam anschauen werden und wo wir dann anhand von Einzelheiten erkennen werden, welcher RAW-Entwickler nun im Endeffekt die bessere Bildqualität abliefert. Nun, hier dieses Bild von Ian aufgenommen, habe ich das bei einem meiner Workshops in Belgien. Wenn ich jetzt hier in Lightroom weiter hineinzoome, ich gehe gleich einmal auf die 400-fache Vergrößerung oder vierfache Vergrößerung, 400% Ansicht. Und ja, genau hier sind sie, diese gefürchteten Fuji-Wurm-Effekte. Nun, wenn man nur Lightroom als RAW-Entwickler hat, ist man natürlich geneigt zu glauben, diese Wurmeffekte sind ein Problem des Fuji-Sensors. Und das dachte ich zu Anfang auch. Und die Haut sieht hier wirklich nicht schön aus. Das ist keine Hautstruktur. Wenn man es vergleichen möchte, es sieht eigentlich aus wie der Photoshop-Filter-Ölfarbe. Völlig gleich. Nur, dass ich auf einem normalen Porträt ganz einfach keinen Ölfarbeneffekt haben möchte. Nun schauen wir uns das RAW hier in Alien Skin Exposure X4 an. Ich habe beide Programme nebeneinander offen, links Lightroom, rechts Alien Skin, und zoomen wir einmal hier ebenso weit hinein, bis das Bild die gleiche Größe ungefähr hat. Und gehen wir hier auf diesen Bereich. Nun, diese Wurmeffekte treten definitiv nicht aus. Die Haut wirkt auch etwas weicher, was relativ schnell die Vermutung zulässt, dass Lightroom intern bereits viel zu aggressiv nachschärft. Bei Porträts will ich das überhaupt nicht, dass so extrem nachgeschärft wird. Ich schaue mir mal hier die Schärfeeinstellung an. Grundsätzlich ist sie jetzt bei Lightroom in der Originaleinstellung bei 40. Genau, das ist die Einstellung, die voreingestellt ist. So kommt das RAW an. Und diese 40 sind im Prinzip von Lightroom voreingestellt. Und deutlich sichtbar hier diese unschönen Wurmeffekte. Nun, das Bild hier in Alien Skin wirkt etwas weicher. Wenn ich etwas hinauszoome, stört das aber überhaupt nicht. Aber natürlich könnte ich sagen, okay, schärfen wir hier auch noch etwas mehr nach, um zu sehen, was passiert, ob diese Wurmeffekte auch auftreten, und ich schärfe hier weiter nach. Und wie schon gesagt, wir sind in der 400% Ansicht, und etwas macht mich hier in Lightroom stutzig. Das Bild wirkt in Lightroom auch bei 400% noch scharf. Das kann überhaupt nicht sein. Sobald wir über die 100% drüber gehen, muss das Bild weicher werden. In der 100% Ansicht sollte es auf jeden Fall noch
absolut scharf sein. Hier sieht man auch diese Wurmeffekte in Wahrheit noch nicht. Das heißt, dieses extreme Nachschärfen, dass etwas in einer 400% Ansicht noch scharf ist, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich gehe also hier wieder zurück, zoome auf dieselbe Größe zurück ungefähr. Die Geschichte ist die, dass bei Alien Skin geht das mit dem Mausrad. Und man muss es sich nicht hier so in Stufen einstellen, wie es bei Lightroom ist. Gut, also hier an der Haut sehen wir schon eindeutig, noch einmal zurück zur 400% Ansicht, Lightroom produziert unschöne Wurmeffekte, Alien Skin definitiv nicht, was definitiv anscheinend an einer zu aggressiven Nachschärfung von Lightroom liegt. Schauen wir uns vielleicht ein anderes Bild an im direkten Vergleich. Dieses Bild hier ist jetzt keine Studioaufnahme. Dieses Bild hier ist aufgenommen on location bei ganz schlechten Lichtverhältnissen. Ich zoome mal ein bisschen hinaus, sodass man das gesamte Bild sehen kann. Und es ist aufgenommen, wie man hier sehen kann, mit 2500 ISO, Blende 1,4, also Blende richtig weit offen. Das heißt, es hat vielleicht nicht ganz diese knackige Schärfe aufgrund der Aufnahmeeinstellungen. Aber schauen wir uns einmal an bei 2500 ISO, wie es mit dem Rauschen aussieht. Zoomen wir gleich wieder in die 400% Ansicht und wir sehen hier, wenn man das Auge hernimmt, im Augenweiß ziemlich starkes Rauschen bei Lightroom. Zoomen wir hier ungefähr gleich weit hinein, damit wir einen direkten Vergleich haben. Okay, definitiv weniger. Das Rauschen ist angenehmer, nicht das wurmige Rauschen, das man hier bei Lightroom wieder hat. Es ist angenehmer, natürlich gibt es auch ein gewisses Rauschen, aber schauen wir mal hier unter den Augen, in dem Bereich unter den Augen, hier wird der Unterschied zu Alien Skin bzw. von Lightroom zu Alien Skin sehr, sehr deutlich sichtbar. Dieser Bereich ist noch relativ angenehm anzusehen. Hier schrecklich wieder diese Wurmstrukturen, auch hier überall in den dunkleren Bereichen ein weitaus gröberes Bild. Und ich habe das Schärfen hier schon stärker eingesetzt. Von vornherein, ich habe das voreingestellt, damit es vergleichbar ist von der Schärfe her mit dem Bild, das wir hier in Lightroom haben. Und trotzdem ist das Bild hier deutlich unangenehm verrauschter oder unangenehmer verrauscht. Auch wenn wir diesen Bereich hier anschauen, im Vergleich zu diesen hier, es ist weitaus angenehmer, das Rauschen. Und diese Wurmeffekte sieht man auch nicht in Alien Skin. Zoomen wir mal etwas hinaus auf die 100% Ansicht. Denn eines wird euch vielleicht schon aufgefallen sein, die Hauttöne. Die Hauttöne sind definitiv anders in Alien Skin. Es kommt viel natürlicher rüber. Hier in Lightroom ist irgendwie ein Magentastich im Hautbild, was für einen schönen Hautton eigentlich nicht passend ist. Hier ist das, geht es mehr ins Bräunlichere, vielleicht etwas mehr ins Gelbliche, aber der Hautton ist definitiv weit angenehmer hier in Alien Skin. Das heißt, Alien Skin produziert erstens RAWs, die weniger rauschen, was wieder auf diese aggressive Lightroom-Bildverarbeitung schließen lässt und auch die Hauttöne kommen deutlich angenehmer rüber in Alien Skin. Schauen wir uns ein weiteres Bild an. Dieses waren nun beides Fuji RAWs. Die Fuji RAWs, wo immer wieder in Foren auftaucht, Fuji hat ein Problem mit diesen Wurmeffekten. Eines kann ich nach genauerem Vergleich von diesen zwei Bildern sagen: Diese Wurmeffekte treten definitiv anscheinend nur in Lightroom auf. In Alien Skin Exposure X4 definitiv nicht. Aber natürlich fotografiert nicht jeder mit Fujifilm. Schauen wir uns einmal ein RAW an, das aus einer Kamera kommt, von einem anderen Hersteller, in dem Fall von Canon.
Stelle mal hier alle Regler wieder zurück. Im Prinzip war es nur die Schattenaufhellung, die ich vorher ausprobiert habe an diesem Bild. Hier noch nicht. Gut, so. Dann stellen wir mal beide Bilder nebeneinander. Man sieht wieder ganz deutlich, die Farben wirken anders. Es ist wieder etwas mehr ins Grünliche gehend, etwas harmonischer, sage ich einmal, mit dem Alienskin Rohentwickler als beim Canon-Bild. Aber okay, diese Dinge kann man sich natürlich mit einem Rohentwickler auch nachträglich noch einstellen. Das Bild ist aufgenommen mit einer Canon 5D Mark III. Und die 5D Mark III, wie die 5D Mark II, war bekannt dafür, dass hässliches Rauschen, vor allem bei etwas höheren ISO-Stufen, entsteht in den dunklen Bereichen. Gerade dann, wenn man diese dunklen Bereiche aufhellen will. Nun, dieses Bild eignet sich, glaube ich, ganz gut, um dies anzusehen. Es ist ein ISO-Wert von 1000. Das ist ein Wert, wenn man on location mit Available Light fotografiert, den man sicher öfter einmal benutzen wird. Und schauen wir uns diesen dunkleren Bereich einmal genauer an. Ich gehe gleich wieder in die 400% Ansicht, zoome hier etwas nach unten, damit ich diesen dunkelsten Bereich im Bild schön vor mir habe. Man sieht bereits auch jetzt, ohne dass wir die Schattenaufhellung bemüht haben, es gibt einiges an Rauschen, aber ich würde sagen, das ist in dem Fall so noch nicht wirklich störend. Hier unten vielleicht schon etwas mehr Rauschen, was man hier erkennen kann. Gut, das liegt an der Kamera klarerweise. Aber schauen wir uns das an, wie Alienskin mit diesem Bild umgeht. Gleiches Bild. Gleiche Einstellungen bisher, auch das Schärfen ist bei Lightroom bei 40, bei Alienskin bei 41, hier ist nicht viel Unterschied. Und ich zoome mal hier in diesen Bereich hinein, sodass wir ungefähr denselben Bildausschnitt in derselben Vergrößerung hier haben. Oh, und was bereits jetzt erkennbar wird, dieser Bereich zeigt deutlich weniger Rauschen. Selbe Kamera, selbe Einstellungen im Rohentwickler. Es ist ein und dasselbe Bild als hier. Das heißt, auch die Canon RAWs kommen mit Alienskin deutlich besser weg. Nun gut, wir haben hier einen sehr dunklen Bereich und wenn ich diesen aufhellen wollte, dann würde ich hier den Tiefenregler nach rechts bewegen. Ich gehe mal hier ganz bewusst auf plus 75, also relativ starke Aufhellung. Und ja, jetzt wird Rauschen, unangenehmes Rauschen in den dunkleren Bereichen deutlich sichtbar. Hier schon relativ extrem. Dasselbe nun mit Alienskin. Gehen wir in den gleichen Bereich, stellen wir wieder den ungefähr gleichen Bildausschnitt her. So dass man das wirklich miteinander vergleichen kann und ich gehe auch hier auf plus 75. Ja, okay, 74. Okay, ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz dicker Punkt für Alienskin. Denn was ist passiert? Im Canon-Bild ist das Rauschen richtig unangenehm geworden. Bei Alienskin hat sich fast nichts verändert. Das Rauschen, was vorher da war, ist klarerweise nicht weggegangen, es ist noch immer da, aber wir haben aufgehellt, ohne dieses unangenehme Rauschen in den dunkleren Bereichen zu erzeugen und auch auf den helleren Bereichen ist fast nichts passiert. Dieser Bereich des Oberschenkels, die Haut schaut trotz starker Aufhellung und höherer ISO immer noch relativ gut aus und das bei den älteren Canon 5D Mark III raus. Hier, wenn man das in einem großen Print ausdruckt, würde man das schon störend wahrnehmen. Aber wieder führe ich das zurück auf eine viel zu aggressive Bildverarbeitung, RAW-Verarbeitung, die hier eingestellt ist. Auch wenn ich hier auf andere Bereiche gehe, der Bereich hier bleibt viel natürlicher.
Hier wird unnatürlich nachgeschärft und dadurch entstehen wirklich unangenehme Effekte und die Haut sieht auch hier, wenn wir weiter hinüberzoomen, weitaus schlechter aus als in Alien Skin. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, hier ist stärker nachgeschärft, das hätte ich hier gerne auch. Versuchen wir einfach diesen Bereich, ich glaube, besonders schön hat man es hier gesehen, auch stärker nachzuschärfen noch. Gehen wir hier auf eine Einstellung von 50, die ist schon deutlich jetzt über der Einstellung, die Lightroom hat. Und erhöhen auch zusätzlich noch die Clarity, also die Klarheit, noch mehr. Nein, selbst bei starker Klarheitserhöhung, ja, passiert es nicht in diesem Umfang. Natürlich kommt jetzt etwas mehr hinzu, aber trotzdem bleibt das Rauschen deutlich hinter dem Lightroom, dem Bild in Lightroom zurück. Und sieht weitaus angenehm aus. Schauen wir uns einmal an, wie das Ganze jetzt, ich bin natürlich People-Fotograf und deswegen kommen bevorzugt unter Umständen jetzt Personenbilder, aber natürlich auch interessant, wie wirkt sich oder wie verhält sich der RAW-Entwickler in Lightroom, wenn es um Landschaftsbilder geht und wie sieht das in Alien Skin aus. Ich stelle die Bilder wieder mal in ziemlich gleicher Größe nebeneinander, so dass wir mal sehen können. Okay, was sofort auffällt, und ich kann es hier zeigen, ich habe nichts an Belichtung und Tiefen hier geändert, hier auch nicht. Das heißt, so kommt das Bild jeweils an im RAW-Entwickler original aus der Kamera. Das Bild in Alien Skin ist deutlich heller, es ist dasselbe RAW. Was natürlich beweist, dass RAW-Entwickler ebenfalls auf die Bilddateien, auf die RAWs zugreifen, bevor man irgendeinen Finger bewegt hat. So, was ganz, ganz krass auffällt, das Bild hier in dieser Ansicht scheint in Alien Skin weitaus mehr Details zu haben. Warum? Weil eben ganz, ganz klar sichtlich viel mehr Zeichnung ist in allen Bereichen. Hier saufen Bereiche bereits fast ab. Schauen wir uns das einmal in etwas größeren Ansicht an. Ja, hier sind deutlich Bereiche erkennbar, die nicht mehr volle Zeichnung haben. Ich versuche den gleichen Bereich hier zu finden. Halte mir vielleicht den Navigator kurz hinzu, dann sehe ich, aha, okay, bin ich doch woanders. Muss weiter hier nach drüben, es ist dieser Bereich. So, jetzt haben wir ein und denselben Bereich nebeneinander, original wie das RAW kommt und deutlich mehr Zeichnung im Alien Skin RAW-Entwickler. So, was ich wieder sehe, ist hier, ich bin hier in der 400% Ansicht, klar, diese einzelnen Mauersteine sind schon recht klein und hier in einer starken Vergrößerung, aber es kommt wieder diese ölfarbenähnliche Zeichnung, dieses Verschmierte zutage, was man hier nicht sieht. Was man aber deutlich sieht, ist, dass definitiv hier absolut mehr Zeichnung ist. Die Bilder sind ganz einfach heller. Das heißt, was man hier sieht, ist vielleicht auch schon die nächste Sache, die für manche wichtig sein könnte. Alien Skin holt mehr aus den Tiefen heraus als Lightroom. Aber man muss auch fair sein, wenn wir jetzt zurückgehen in die Ansicht, sodass wir das ganze Bild sehen. Es ist natürlich, wenn das Bild dunkler ist, etwas mehr Zeichnung hier am Himmel in den Lichtern bei Lightroom. Ich habe das vorher ausprobiert, das lässt sich auch mit einem Verlauf relativ leicht wiederherstellen hier in Alien Skin, aber rein, wenn man nur den Highlights-Regler nach links bewegt, so passiert hier relativ wenig. Das ist
Man sieht es, es passiert etwas, aber es ist nicht so stark greifend wie bei Lightroom. Das heißt, die Lichterrestaurierung funktionieren bei Lightroom besser. Ich habe das mit mehreren Bildern auch schon durchgeschaut. Aber wenn es um die Tiefen geht, dann ist Alien Skin absolut unschlagbar. Schauen wir uns vielleicht noch ein weiteres Bild an, das ich aufgenommen habe in Berlin vor 2 Wochen. Dasselbe Bild vielleicht auch. Ich muss hier noch etwas zurückstellen. Ich gehe auch mit dem Schärfen hier auf die gleiche Einstellung, die Lightroom von Haus aus hat, und gehe auch hier zum Bild in Lightroom. Alle Regler sind auf 0, also so sieht das RAW aus, wenn es aus der Kamera kommt. Sehr gut. Und ebenfalls hier. Es fällt wieder auf, die Farben sind etwas anders beim Bild, das wir hier in Alien Skin geöffnet haben. Es wirkt insgesamt etwas knackiger und neutraler, während das Bild interessanterweise in Lightroom so wirkt, als hätte es einen leichten Gelbschimmer. Okay, diese Dinge lassen sich korrigieren. Aber wir sind heute ja als Pixel-Pieper unterwegs und deshalb zoome ich gleich wieder mal hinein in die 400% Ansicht, um zu sehen, okay, wo sind hier die Unterschiede im Detail. Ich zoome auch hier in denselben Bereich einmal hinein. So, das Rendering dauert etwas länger und wieder, man hat das Gefühl, okay, Lightroom schärft mehr nach, aber die Fläche hier ist deutlich unsauberer. Die ist hier viel homogener und auch wenn ich mehr nachschärfe, bleibt hier das Bild deutlich angenehmer anzusehen, als es in Lightroom ist. Und das zieht sich durchs gesamte Bild. Wenn ich mir das hier anschaue, das Bild hier wirkt etwas weniger verrauscht. Jetzt kommt was Interessantes. Wenn ich hier auf den Bereich des Wassers gehe, dann sieht das deutlich anders aus, obwohl bereits stärker nachgeschärft, in Alien Skin. Und es ist auch relativ leicht erklärt, warum. Wir haben hier schon wieder im Wasser durch anscheinend zu starkes Nachschärfen leichte Wurmeffekte. Das Wasser hier, Wasser ist weich. Natürlich hat es Bewegung, so wie wir es hier sehen, aber nicht so harte Kontraste. Dies sind wieder diese Wurmeffekte, die hier auftreten. Hier zum Beispiel in diesem Bereich ganz extrem. Ich gehe mal auf 8-fache Vergrößerung. Und wenn man sich das hier ansieht, es sieht schrecklich aus. Ich zoome hier hinein, dasselbe Bild, bringe es auf dieselbe Größe. Ja, das ist hier dieser Bereich. Ich gehe hier etwas. Es sieht deutlich weicher und angenehmer aus hier. Hier ist eigentlich der Bereich, ist noch schlimmer. Also wenn man sich das hier anschaut, sieht das wirklich etwas unschön aus und das hier, das ist Pixelmüll. Hier bleibt das Wasser weich, angenehm anzusehen, wenn man rauszoomt, passt das ganz genau, aber das hier ist Pixelmüll. Das ist nachgeschärftes, weiches Wasser, das plötzlich harte Strukturen aufweist, die es definitiv nicht gibt. Schauen wir weiter in diesem Bild. Und jetzt kommt etwas, wo ich mich vorhin wirklich geschreckt habe. Was ist mit diesem Element hier passiert? Es scheint eine Treppe zu sein. Hier sind Pixelfehler ohne Ende. Schaut schrecklich aus. Okay, wie sieht das in Alien Skin aus? Ja.
definitiv anders. Wir sind in einer extremen Vergrößerung, das ist schon klar. Wir sind in 800% Vergrößerung und wenn das Bild normal irgendwo angezeigt wird, wird man es wahrscheinlich nicht sofort wahrnehmen, da muss man schon suchen. Aber in dieser Vergrößerung ist der Unterschied hier erschreckend. Denn was Lightroom hier produziert, ist wiederum absoluter Pixelmüll. Auch hier, wir haben ungefähr gleich nachgeguckt, die sind hier etwas scharfkonturiger, besser abgebildet, die Personen. Natürlich sind die weit weg und sehr klein im Bild. Aber das hier, sorry, was Lightroom hier mit dieser Treppe macht, ist erschreckend. So, jetzt sind wir ungefähr in der gleichen Vergrößerung. Der Unterschied hier ist auf jeden Fall gewaltig. Das heißt, Lightroom produziert tatsächlich mit Fuji Rose Wurmeffekte, produziert unter Umständen bei etwas schwierigeren Strukturen in starker Vergrößerung Effekte, die definitiv nicht auftreten hier in Alien Skin. Gut, nun das waren ein paar Vergleiche der Qualität. Die Vergleiche verliert Lightroom im Prinzip in allen Punkten. Gerade diese Treppe hier hat mir dann im Prinzip gesagt, okay, wenn es um etwas geht, verwende Lightroom nicht mehr als Rohentwickler. Alien Skin ist um so viel besser. Und dazu kommt natürlich noch, wie schon vorher erwähnt, die Hauttöne. Ich habe hier noch ein weiteres Bild, um dies zu verdeutlichen. Passen wir das Bild wieder ein, sodass wir es als Gesamtes sehen. Alle Regeleinstellungen sind auf 0. RAW kommt so aus der Kamera und wir wählen uns dasselbe Bild hier in Alien Skin aus. Ich habe das Schärfen wieder auf den gleichen Betrag gestellt wie Lightroom. Alle anderen Regler sind auf 0. Ich zoome auch hier hinaus, sodass das Bild gleich groß daneben ist. Und bumm, es ist wieder das gleiche hier. Sie dürfte etwas Magenta-Stich hier in der Haut haben. Keine Frage, das kann durch die Sonne sein. Sie ist ein sehr heller Hauttyp. Und das ist im Sommer aufgenommen und natürlich können hier Rötungen dadurch auftreten. Aber die sehen hier im RAW oder auf dem RAW in Alien Skin weitaus besser aus als hier. Es ist wieder dieser leicht rötliche Hautton. Gut, wie gesagt, man kann das korrigieren, aber wenn man wenig Arbeit haben möchte, wenn man schöne Hauttöne von Haus aus möchte, wenn man die Farben, die Fuji produziert, auch wirklich wiedergeben möchte, dann ist definitiv Alien Skin hier eine bessere Wahl. Gut, es ist so, dass natürlich, wenn man sehr genau retuschieren will, nach wie vor Photoshop die erste Wahl ist. Aber wenn man schnell irgendwo ein paar Korrekturen an der Haut vornehmen möchte oder wenn man Photoshop gar nicht nutzen möchte, wenn man relativ natürliche Porträts machen will, maximal ein paar Pickel entfernen, ein paar Hautrötungen entfernen, ein paar Kleinigkeiten entfernen, die stören, dann geht das natürlich auch mit Lightroom und natürlich auch mit Alien Skin Exposure. Nur, wer macht es besser? Gehen wir zu diesem Zweck, ich werde das hier vergrößern, zum Lightroom-Bild. Ich schalte mir hier die Werkzeug- und Slider-Palette wieder hinzu. Und es gibt hier, ich gehe gleich mal in die 100% Ansicht zum Retuschieren. Und hier kann ich mir auswählen einen Reparaturpinsel. Man kann sich entscheiden, ist es ein Reparaturpinsel oder ist es ein Kopierstempel. Ich hätte gerne einen Reparaturpinsel, weil dann wählt Lightroom einen Bereich, den es drüber legt über die zu reparierende Stelle und man kann diesen Bereich auch noch verschieben. Das funktioniert hier so, man geht zum Beispiel über diesen Bereich und Lightroom legt etwas drüber. Nun, wie wir hier sehr schön sehen können, ich gehe gleich mal in die 800% Ansicht, damit wir sehen, was Lightroom in Wahrheit hier jetzt gemacht hat. Es hat uns diesen Bereich hierher kopiert. Nun kann man natürlich sagen, okay, nicht so.
such einen anderen Bereich aus und dann macht es dieses hier. Es sieht jetzt schon besser aus, aber es ist nicht ganz perfekt. Zudem kommt, wenn ich mehr retuschiere in Lightroom, sucht es diesen Bereich aus, dass ich irgendwann verrückt werde, weil hier lauter Punkte, Kreise sind, die mir anzeigen, wo überall ich retuschiert habe. Es funktioniert im Großen und Ganzen. Manchmal sucht es einfach Bereiche auf, die überhaupt nicht drüber passen. Im Großen und Ganzen funktioniert es schon etwas mühsam, aber man kann auch hier in Lightroom natürlich Retuschen vornehmen. Wenn ich das hier schließe, dann sehen wir im Vergleich zu vorher, okay, diese schlimmsten Hautunreinheiten waren relativ schnell entfernt. Nun, wie funktioniert das in Alien Skin? Dazu wechseln wir das Programm. Ich werde mir auch hier das Alien Skin Fenster vergrößern. In Alien Skin gefällt mir schon mal sehr gut dieses Zoomen. Dieses schrittlose Zoomen, so dass ich in jede Größe zoomen kann, ganz einfach mit dem Mausrad. Gut, welches Tool gibt es hier? Hier gibt es ebenfalls einen Reparaturpinsel, sieht man sehr schön hier als Pflaster angezeigt. Dasselbe Symbol, das wir bereits kennen aus Photoshop oder wenn man Photoshop kennt. Gut, und wenn ich hier nun über gewisse Bereiche drüber gehe, und sollte Alien Skin das ebenfalls wegrechnen. Ja, dauert etwas. Das ist auch vielleicht ein Punkt, dass Alien Skin etwas langsamer ist als Lightroom, zumindest auf meinem Rechner. Aber auch hier kann man sehr schön diese Dinge entfernen und es sucht meistens besser aus. Das heißt, wenn ich hier ein Alien Skin retuschiere, dann habe ich definitiv das Gefühl, dass ich kaum mal nachkorrigieren muss, zumindest bei so einfachen Dingen hier. Okay, also auch hier funktioniert das relativ gut. Wie hat das vorher ausgesehen? Die Hautunreinheiten sind weg. Das heißt, auch Alien Skin kann man für kleinere Retuschearbeiten verwenden. Das funktioniert hier jetzt nicht wirklich besser wie in Lightroom. Ich würde sagen, ungefähr gleich. Aber für viele auch ein Thema, die sagen, okay, kann ich das Ding alleine verwenden? Ich will Photoshop gar nicht dazu verwenden. Ich habe maximal kleinere Retuschetätigkeiten durchzuführen. Nun, was sind weitere große Unterschiede zu Lightroom? Lightroom und Alien Skin haben nicht den gleichen Funktionsumfang. Definitiv nicht. Es gibt in Lightroom ein Modul für die Druckausgabe. Es gibt in Lightroom ein Modul für Diashow, für Fotobuch. Okay, alles wunderbar. Man hat versucht, in Lightroom so ziemlich alles reinzupacken. Die Wahrheit ist, wenn man ein Fotobuch macht, bietet jeder Anbieter mittlerweile auch eine Software dafür an, die recht gut ist. Das braucht man nicht unbedingt. Was allerdings natürlich verwendet wird, sind Presets, auch in Lightroom. Und genau hier kommen wir jetzt zu den absoluten Stärken von Alien Skin, denn Alien Skin kommt bereits in der ganz normalen Auslieferungsversion, so wenn man sich installiert, mit 500 Presets. So, die aufgegliedert sind in Farbe, Schwarz-Weiß, Favorite and User, also eigene kann man sich abspeichern, ganz gleich wie bei Lightroom. Man kann die auch importieren und exportieren. Und man kann sich Favoriten abspeichern, so dass man nicht immer durch alle 500 durchscrollen muss, was, wenn man alle offen hat, doch eine Zeit lang dauert.
weil es einfach so viele sind. So, und die Presets sind richtig gut. Warum? Die Alien Skin Presets basieren meistens auf Film und wirken natürlicher. Lightroom Presets kommen, auch wenn man gekaufte hat, nie so ganz hin. Es gibt ganz gute gekaufte, keine Frage. Man kann sie auch anpassen, das funktioniert. Nur wenn ich so viele Presets kaufen will, wie hier bereits vorinstalliert sind, dann wird das in Lightroom wahrscheinlich ziemlich teuer. Und wenn ich mir jetzt für dieses Bild ganz schnell irgendein schwarz-weiß Preset aussuche, Zoome vielleicht, auch das Rauschen, das hier produziert wird in Alien Skin Exposure, ist etwas schöner. Man kann es auch weitaus mehr feintunen. All dies hier ist nur der Bereich, um das Rauschen wirklich seinen Wünschen anzupassen. Denk mal, ich zoome mal etwas raus. Ja, mit einem Klick ein relativ hübsches Schwarz-Weiß gefunden für dieses Bild, was ganz gut aussieht. Natürlich könnte man hier in manchen Bereichen noch etwas nachretuschieren, wenn man will. Natürlich kann man auch seine Bilder zuschneiden. All die Dinge, die man von Lightroom kennt, findet man hier wieder. Und sie sind sehr ähnlich. Das heißt, alle, die von Lightroom kommen, tun sich mit Alien Skin Exposure wahnsinnig leicht. Mir gefällt es immer ganz gut, wenn ein Bild nicht, vor allem im Hochformat, nicht im 2:3 Format ist, sondern entweder 5:7 oder 4:3. Ich gehe mal hier auf 4:3. Nehme hier noch etwas weg. Drehe es vielleicht ganz ein wenig. Ja, dieser Bildausschnitt gefällt mir jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Und auch das Schwarz-Weiß gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann natürlich, das Tolle ist, Lightroom kann es mittlerweile auch, diese Live-Vorschau, wenn man über die Presets geht. Aber jetzt kommt etwas, was Lightroom nicht kann. Gehen wir vielleicht gleich zum nächsten Bild. Das Alien Skin über 500 bereits voreingestellte Presets hat, habe ich bereits erwähnt. Man kann dann natürlich sich auch noch eigene abspeichern und diese Sammlung noch beliebig erweitern. Aber sehr, sehr viele dieser Presets, die hier enthalten sind, sind bereits unglaublich gut verwendbar. Und jetzt kommen wir zum Unterschied zu Lightroom. Man kann sich diese Presets auch in der Deckkraft einstellen. Das heißt, wenn mir die Wirkung von diesem Filter zu stark ist, dann kann ich die Deckkraft reduzieren. Da gibt es bei Lightroom natürlich ein Plugin, wo man das auch machen kann, allerdings mit etwas mehr Arbeitsaufwand verbunden. Und was mit dem Plugin bereits nicht mehr funktioniert, ist, dass man zum Beispiel hier in Alien Skin mehrere Ebenen, mehrere Layer übereinander legen kann und jede dieser Ebenen dann auch in der Deckkraft einstellen kann und beliebig miteinander kombinieren kann. Und jede dieser neuen Ebenen kommt bereits mit einer Maske. Das heißt, man kann mit dem Pinsel auch Bereiche ausmaskieren. Das heißt, ich kann das jetzt im gesamten Umfang, was damit alles möglich ist, unmöglich in diesem kurzen Test aufzählen. Mein Tipp, ladet euch einfach die Testversion herunter, spielt ein wenig damit herum, vergleicht raus, wie sie aussehen in Lightroom, vergleicht raus, wie sie aussehen in Alien Skin. Dann könnt ihr euch natürlich immer noch entscheiden, ob ihr das Programm kaufen wollt oder nicht. Über den Link unter dem Video kommt ihr direkt auf die Alien Skin Seite, wo man sich die Testversion, wie gesagt, herunterladen kann. Was ich auf jeden Fall zeigen möchte, wie schnell man ein Bild in Alien Skin bearbeiten kann und einen wirklich, wirklich tollen Endlook erzielen kann. Für dieses Bild habe ich mir gedacht, ich werde es in Schwarz-Weiß konvertieren. Ich gehe dazu auf die Schwarz-Weiß Presets, suche mir einen passenden Film. Die Filmsimulation vom Ilford HP5 Plus 400 gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Was mich bei diesem
Bild etwas stört, ist das Rauschen bzw. das Korn, das hier hinzugefügt wurde. Das kann ich mir natürlich hier mit diesem Overall Grain Strength Regler zurücknehmen. Das heißt, ich nehme das Korn wieder aus dem Bild. Auf was wir natürlich auch achten müssen, ist, dass hier im Hintergrund die Horizontlinie eine Wasserlinie ist und die muss definitiv waagrecht sein. Das können wir uns sehr, sehr einfach einstellen. Hier mit dieser Wasserwaage. Wir klicken hier an der einen Ecke auf die Wasserkante, halten die Maustaste gedrückt und ziehen uns die Linie hier herüber und das Bild ist gerade gedreht. Mit der Enter-Taste bestätigen wir dies. Nun, eventuell könnte der Himmel noch etwas dunkler sein. Wir kennen das von Schwarz-Weiß-Umwandlungen in anderen Programmen. Wir brauchen uns eigentlich nur den Blauregler nach links bewegen und der Himmel wird etwas kontrastiger, wird etwas dunkler, was mir hier ganz gut gefällt, um etwas mehr Dramatik zu erzeugen. Auch die Schärfe werde ich etwas anheben. Alien Skin schärft nicht automatisch beim Eingang, so wie dies Lightroom tut. Man muss das manuell machen. Ein klein wenig mehr Klarheit im Bild. Und was mir noch fehlt, um das ganze Bild wirklich mit einem ikonenhaften, epischen Bildlook zu versehen, ist ein gewisser Lichteffekt. Und Alien Skin bietet uns hier die Möglichkeit, neben der Möglichkeit, Rahmen zu erstellen in den verschiedensten Varianten oder Texturen über das Bild zu legen, auch Lichteffekte ins Bild einzubauen. Und was neu ist hier nun in Alien Skin Exposure X4, ist, dass man die meisten dieser Bildeffekte frei im Bild positionieren kann. In den älteren Versionen war es so, da waren diese Bildeffekte fix. Man konnte dann zwar zwischen oben, unten, links und rechts variieren, aber man konnte es nicht frei positionieren. Suchen wir uns hier einen Sunflare aus. Gibt hier die verschiedensten Möglichkeiten. Effekte wie dieser zum Beispiel, der ausschaut wie Sonnenlicht oder dieser hier, der der Sonne dann schon sehr, sehr ähnlich kommt. Aber was ich gern hätte, wäre ein Lichteffekt, der von oben kommt, um dem Ganzen einen besonders dramatischen Look zu geben. Ich schaue mir hier die Filterpalette etwas durch, was hier gut passen könnte. Auch diese Eclipse-Looks sehen sehr gut aus, wenn man sie ins Bild einbaut. Ich entscheide mich, glaube ich, für diesen hier. Dauert eine Zeit lang, bis Lightroom das rendert. Die freie Positionierbarkeit erlaubt es mir, das ganz genau über unserem Model zu positionieren. Sieht schon mal recht gut aus. Wir haben hier auch die Möglichkeit, die Blend Modes, das heißt den Verrechnungsmodus, zu ändern. Und ich hätte das Ganze gern etwas kontrastiger und etwas dunkler. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder multiplizieren, Multiply zu verwenden oder Overlay. Probieren wir es einmal mit Overlay in diesem Fall. Ja, genau das ist es, was ich gerne hätte. Ich kann mir nun auch den Bereich über der Person etwas schützen, dass hier keine Lichtstrahlen drüber gehen. Das ist etwas zu viel. Ich nehme das etwas zurück. Ja, genau so denke ich, sieht das ganz gut aus. Möglicherweise rutsche ich noch etwas nach oben mit den Lichtstrahlen, dass es etwas mehr von oben kommt. Ja, wunderbar. Finde ich sehr, sehr schön, sehr, sehr gelungen, das Bild. Schauen wir uns es vielleicht einmal in einer größeren Ansicht an. Ja, denke, das Bild schaut so sehr, sehr gut auf. Bearbeitungsaufwand
3, 4 Minuten, würde ich sagen, wenn man etwas geübt ist und man hat ein richtig, richtig tolles Bild erstellt. Natürlich kann man sich diese Lichtstrahlen auch in Photoshop basteln mit relativ viel Aufwand. Natürlich gibt es da auch Overlays, die man verwenden kann und so weiter. Aber es ist immer mit mehr Aufwand verbunden. In Lightroom ist es definitiv nicht möglich. Nun, zu guter Letzt möchte ich euch noch zeigen, wie ich dieses Männerporträt innerhalb von ein paar Minuten in ein wirklich imposantes Bild verwandle. Und dazu beginne ich einmal, das Bild zuzuschneiden und auch etwas gerade auszurichten. Ich habe es vorher schon erwähnt, ich mag ganz gern andere Bildformate als das 3:2, 2:3 Format, das aus der Kamera kommt. Ich wähle mir auch hier das 4:3 Format. Etwas enger, aber für ein Porträt gut passend. Drehe mir auch das Gesicht bzw. den Körper etwas zurecht. Werde es noch etwas enger schneiden. Bestätige ich mit Enter. Der Bildausschnitt ist so für mich okay. Und als nächstes suche ich mir einen passenden Bildlook. Da wir vorher ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht haben, denke ich, machen wir zur Abwechslung nun eines in Farbe. Ja, und dieser Look gefällt mir schon recht, recht gut. Er ist mir nur etwas zu intensiv. Deswegen werde ich die Vibrance, das heißt die Dynamik, etwas reduzieren. Ich werde es auch etwas kühler abstimmen hier mit den Reglern. Etwas mehr in Richtung Blau und nehme diesen Grünton etwas heraus, indem ich den Regler etwas in Richtung Magenta bewege. Ja, so gefällt mir das schon relativ gut. Aus meinen Bildern kennt man, dass ich im Hintergrund oft eine Textur einbaue. Natürlich geht das in Photoshop sehr, sehr genau, aber es geht auch hier nicht ganz so genau, aber sehr, sehr schnell und in vielen Fällen ausreichend. Wir haben hier schon gesehen, unter den Lichteffekten gibt es die Texturen. Ich wähle mir das aus, suche mir dann eine Textur aus, die ich darüber legen werde. Das wirklich Tolle an Alien Skin ist, dass man sich eigene Texturen hier ins Programm importieren kann. Das werde ich dann machen mit meinen Finer Textures, sodass ich diese hier auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach verwenden kann. Aber ihr könnt euch hier sämtliche Texturen, die ihr habt, wunderbar ins Programm integrieren. Ja, ich suche mir hier eine Textur aus, probiere mal dieses Fundy Finish 7. Gut, so sieht das nicht so aus, wie ich es mir gewünscht habe, aber wir kennen das schon von den Lichteffekten. Man kann sich hier den Verrechnungsmodus einstellen. Und so wähle ich hier den Blend Mode Multiply, um den Hintergrund auch etwas dunkler zu bekommen. Multiplizieren macht ja in der Verrechnung dunkler und erhöhe die Deckkraft von der Textur. Ja, und das ist schon in etwa der Effekt, wie ich ihn gerne hätte. Was ich allerdings noch machen sollte, ist den Bereich vom Gesicht von der Textur zu befreien. Und das könnte man, wenn man die Textur auf einer eigenen Ebene angewendet hat, sogar ausmaskieren und relativ genau machen. Ganz schnell geht es hier mit diesem Protect Location Werkzeug. Wir klicken hier auf das Gesicht und wir sehen schon, hier wird Textur deutlich weniger. Man kann sich dann hier einstellen, welchen Bereich man schützen will. Hier ist das schon relativ viel. Ich gehe wieder zurück mit dem Regler. Ja, ungefähr hier gefällt mir das schon recht gut. Was man zusätzlich noch machen könnte, wäre den Vignettierungseffekt, der jetzt schon durch die Textur kommt, noch etwas zu erhöhen mit einer Vignette. Ich wähle hier sehr gerne die Variante Distortion Large Lumps. Und diese kann man sich natürlich dann auch noch fein anpassen. Eventuell weniger Deckkraft, weniger stark, etwas größer die Vignette, weicher der Übergang der Vignette, etwas runder und zu guter Letzt passe ich die Position wieder an.
Ja, ich denke, etwas größer machen. Ja, ich denke, das sieht schon sehr gut aus. Ganz zum Schluss senke ich noch etwas die Dynamik, Vibrance ab, um es noch mehr zu entsättigen, das Bild. Und um es etwas knackiger zu bekommen, erhöhe ich hier noch etwas die Mitteltöne. Perfekt, ja, ich denke, das Bild sieht ganz gut aus. Ein kleiner Vorher-Nachher-Vergleich. Das Bild hat vorher so ausgesehen. Innerhalb von 4, 5 Minuten Arbeitsaufwand haben wir dieses Bild, was relativ gut aussieht und für den Bearbeitungsaufwand von dieser kurzen Zeit eigentlich sehr imposant ist. Ja, was haben wir in den letzten paar Minuten gemacht? Wir haben uns, ich kann die Bilder auch sehr schön nebeneinander stellen. Vielleicht noch dieses Bild dazu, was nicht ganz fertig retuschiert war, aber auch ein sehr nettes Bild war, das wir vorher bereits gemeinsam bearbeitet haben. Auch eine Möglichkeit hier in Alien Skin kennt man auch aus Lightroom, Bilder, die man sich zum Vergleichen nebeneinander stellen kann. Man kann sich dann natürlich hier diese Bereiche wegschalten und den Hintergrund wegnehmen. Ich denke, ihr habt vielleicht gesehen, was mit Alien Skin alles möglich ist. Ich muss dazu sagen, es war nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt noch weitere Funktionen wie die Bokeh-Funktion. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Texturen einzusetzen. Ich habe bereits jetzt mit der Zeit weitaus überschritten bzw. viel länger gebraucht, als ich es mir ursprünglich vorgenommen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich hoffe auch, dass ich einen kleinen Einblick gewähren könnte, wie gut Alien Skin als RAW-Entwickler im Vergleich zu Lightroom abschneidet. Der Funktionsumfang von Alien Skin ist definitiv etwas anders als in Lightroom. Alles, was allerdings die Bildbearbeitung, Bildlooks, Texturenüberlagerung und so weiter betrifft, hier ist Alien Skin Lightroom weit überlegen. Auf was man verzichten muss, ist zum Beispiel das Fotobuchmodul oder das Diaschau-Modul oder das Druckmodul, das es in Lightroom gibt. Allerdings glaube ich, ist das relativ leicht zu verschmerzen, wenn man sieht, was man mit diesem genialen Tool alles machen kann und wie schnell man aus seinen Bildern kleine Kunstwerke zaubert. Aber wie schon vorher erwähnt, das Einfachste ist einfach, ladet euch die Testversion herunter. Man kann das einige Zeit lang völlig kostenlos testen. Der Link dazu, wie gesagt, unter dem Video. Ich darf mich hiermit verabschieden und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren.